Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Diesel gibt nun endlich Klarheit und bestätigt, was wir schon immer gesagt haben, dass nämlich die Kommunen die Möglichkeit haben, entsprechend zu reagieren, dass sie Fahrverbote im angemessenen Umfang aussprechen können und dass die Kommunen jetzt eben aufgerufen sind, zu handeln. Dass es keine Fahrverbote flächendeckend gibt, ist eine gute Entscheidung und es ist auch nicht notwendig, weil die Kommunen sehr individuell reagieren können, indem sie bestimmte Maßnahmen vorantreiben. Und der Bund hilft ja auch beispielsweise mit, dass Busse, Taxen umweltfreundlicher gestaltet werden. Und im Übrigen wird man auch jetzt vielleicht die Bedeutung von neuen Straßen und Ortsumfahrungen auch in einem neuen Licht sehen. Also es ist richtig, dass die Kommunen jetzt angemessen handeln können. Wir haben in unseren Vorstandsgremien, und das werde ich heute der Bundestagsfraktion zur Beschlussfassung empfehlen, beschlossen, es gibt in dieser Legislaturperiode keine inhaltliche Zusammenarbeit mit der Fraktion der Linken und keine inhaltliche Zusammenarbeit mit der AfD. Mit der Linken gab es schon in der letzten Wahlperiode keine. Die AfD ist jetzt zum ersten Mal drin. Also wir werden keine inhaltliche Zusammenarbeit mit diesen beiden Fraktionen haben. Und wir werden in dieser Woche auch noch den Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz einsetzen. Das war mir ein besonderes Anliegen. Ich habe dies auch gefordert, weil ich wissen möchte, was ist in diesem furchtbaren Attentat auf dem Breitscheidplatz versäumt worden, dass man dieses Attentat hätte verhindern können. Was ist an Mängeln in der Zusammenarbeit von Behörden tatsächlich gewesen? Das möchten wir wissen, um darauf dann auch entsprechend reagieren zu können bei der Organisation einer besseren Zusammenarbeit. Und ich freue mich, dass die anderen Fraktionen diesem Untersuchungsausschuss zugestimmt haben.